Was bekommt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. Bis gleich. Hallöchen, Freunde. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr drüber und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat mit den USA einen geilen Deal gemacht. Nicht. Denn die machen es jetzt der NSA noch leichter. Die brauchen uns gar nicht mehr selber auszuspionieren. Das macht jetzt der Verfassungsschutz selbst und stellt denn der NSA die Daten zur Verfügung, um dafür im Gegenzug an deren Abwehrsoftware XK-Score ranzukommen. Kurz gesagt nochmal, wir geben euch Daten, ihr gebt uns die Software. Jetzt dürfen wir uns berechtigterweise die Frage stellen, haben die nicht millionenfach gegen unser Grundrecht verstoßen? Also ich würde sagen ja, aber ich bin ja auch nur so ein kleiner Yuppie, der hier Videos macht. Und vielleicht habe ich auch die Politik nicht richtig verstanden. Und daher würde mich da eure Meinung dieses Mal sehr interessieren, wie immer in die Kommentare. Die erste Regel des Fight Clubs lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Gott sei Dank hat das doch einer getan. Denn im US-Bundesstaat New Jersey haben zwei Mitarbeiter einer Kindertagesstätte ihren eigenen kleinen persönlichen Fight Club gegründet. In diesem ließen sie Kinder im Alter zwischen 4 bis 6 Jahren gegeneinander antreten und man konnte darauf wetten. Diese Kämpfe müssen jetzt zum Ende hin so populär gewesen sein, da sie jedes Mal auf der Plattform Snapchat geteilt wurden, dass dann endlich mal einer die Corona hatte, die Fresse aufzumachen und die Polizei zu verständigen. Auf die beiden Pädagogen, wenn man das noch so nennen darf. Nein, eigentlich nicht. Jedenfalls auf die beiden wartet jetzt eine mehrjährige Haftstrafe. Zum Glück. Meine Fresse, Leute, was geht denn hier ab? Wie krank muss man denn da sein? Man zwingt Kinder. Wirklich Kinder, 4 bis 6 Jahre. Die zwingt man gegeneinander zu kämpfen. Nee, tut mir leid. Das regt mich zu sehr auf und wir gehen zum nächsten Thema. Und wir sind wieder beim Lieblingsthema. Keine Woche ohne Nazis. Fuck! In Berlin kam es wieder zu einem Vorfall mit zwei Faschos, über den ich hier unbedingt reden muss. Nachdem sich die beiden Idioten durch eine komplette S-Bahn gepöbelt hatten, wurden sie auf eine Frau mit Migrationshintergrund und ihre beiden Kinder aufmerksam. Diese sollen sie dann nach Aussagen so heftig beleidigt haben, dass das mit Menschenwürde gar nichts mehr zu tun hätte. Ja gut, Menschenwürde, Nazis, ist sowieso ein Fremdwort für die. Als ob das nicht schon reichen würde. Nein, für die anscheinend nicht. Denn die haben dann noch eine Sache gemacht, die für mich zu den ekligsten und erniedrigendsten Sachen überhaupt gehört. Die urinierten nämlich auf die beiden Kinder. Jawohl, die haben die angepisst. Boah, das geht gar nicht. Aber das ist so ein Thema, also da will ich jetzt gar nicht weiter darüber reden, weil das eigentlich auf der Hand liegen muss, welcher Meinung man da ist und wie man dazu steht. Ich möchte nur an eine Sache hier appellieren. Überlegt euch das, bevor ihr wieder irgendwelche Mist auf Facebook postet oder auf die Straßen rennt und da irgendwas erzählt oder sonst was. Wollt ihr wirklich, dass man euch auf dieselbe Ebene steht wie die beiden Idioten? Ich hoffe es nicht. Im australischen Bundesstaat New South Wales hat der Justizminister Tory Grant eine tolle Idee gehabt. Nun ja. Denn der schlägt vor, dass alle pädophilen Sexualstraftäter, die aus dem Gefängnis entlassen werden möchten, sich einer chemischen Kastration unterziehen müssen. Prinzipiell werden jetzt die meisten von euch rufen, yeah, yippie, woo! Prinzipiell kann man das auch sicher so sehen und ich sehe das vielleicht auch gar nicht so viel anders, aber ich vergesse auch nicht, dass Pädophilie eine Krankheit ist, bei der man sich Hilfe holen kann. Und wenn diese Leute schon vorher nur im Kopf haben, Kastration, dann gehen die auch bestimmt nirgendwo hin und lassen sich helfen. Dass Milliardär und Frauenhasser Donald Trump für das Amt des US-Präsidenten kandidieren will, ist sicherlich bekannt. Als wenn das nicht auch schon schlimm genug wäre, hat sich jetzt Ex-Wrestler Hulk Hogan geäußert, dass er im Falle einer Wahl von Trump gerne sein Vizepräsident wäre. Das kann und das will ich mir gar nicht vorstellen. Das ist so eine Meldung, da ist so viel falsch und so viel Inkorrektes drin. Das kann gar nicht sein. Stellt euch jetzt mal die beiden zusammen im Weißen Haus vor. Fette Partys mit jungen hübschen Nutten und dann das Demolieren der Einrichtung. Mehr kann da meiner Meinung nach nicht bei rauskommen. Und da wir gerade beim Rauskommen sind, kommt ihr gleich auf der Endcard wieder raus. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Ich danke euch wie immer fürs Ansehen des Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Freue ich mich sehr drüber. Unter mir findet ihr wie immer den Button zum Abonnieren meines Kanals. Hier und
Hier, meine beiden letzten Videos, würde ich mich auch freuen, wenn ihr da nochmal reinschaut. In der Videobeschreibung wie immer die Links zu meiner Facebook-Seite und meinem Twitter-Account, sowie zu allen Themen dieser Ausgabe. Von daher bleibt mir nur noch übrig, euch ein schönes Wochenende zu wünschen und macht's gut!